Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Jetzt ist Frühlingsanfang und ich bin auch endlich mal so weit, dass ich meine Tomaten aussehe und all die Pflanzen, die nicht so eine lange Vorkultur brauchen. Und zwar habe ich mir hier schon meine Tomatensaat vorbereitet. Da habe ich von der Conny die Sorte Astro bekommen. Ganz lieben Dank, Conny Secret Garden. Und ich selber habe im letzten Jahr von meiner mexikanischen Honigtomate ganz viel abgenommen. Und bevor ich die aussehe, lege ich die für ein paar Stunden in Knoblauchwasser ein, weil das der Keimbildung vorbeugt. Was mache ich dann jetzt also? Ich fülle meine kleinen Töpfchen, die ich hier habe, mit Aussaaterde. Die drücke ich an. Dann wird es befeuchtet. Ich mache das mit so einer Sprühflasche. Es gibt auch solche Blasebälge, die sind auch super. Jedenfalls nicht mit dem strammen Wasserstrahl, damit einem die hinterher wieder alle flutsch gehen. Und jetzt gieße ich mir erstmal meine kleine Tomatensaat ab. Von den Saatkörnern der Tomate platziere ich immer zwei pro Töpfchen und werde gucken, wie die aufgehen und eins hinterher in der Regel abknipsen. So, jetzt habe ich hier die beiden drin. Jetzt kommt eine dünne Schicht obendrauf, nicht zu dick, weil das ja ein sehr kleines, zartes Saatgut ist. Und dann wird wieder angesprüht. Fertig. Jetzt kommt nur noch die Beschriftung dran. Kleine Stecker, mit denen man sich dann merken kann, um was für Pflanzen es sich handelt. Ich bastel mir die immer selbst aus Zahnstochern und solchen Gefrieraufklebern. Tipps zur jetzt Aussaat, aber auch vielen, vielen anderen Themen rund um das Gemüsejahr findet man in diesem super schönen Buch von meiner lieben Bloggerfreundin Sandra von Grüne Liebe Miss Greenball. Und es heißt Erntegut, alles gut. Und jetzt kommt Deckel drauf, damit ein gutes Klima herrscht. Und wir haben zwar schon den fortgeschrittenen März, aber es ist immer noch ziemlich dunkel in unseren Breiten. Also kommt die Aussaat jetzt nicht nur ans Fenster, sondern auch noch unter eine spezielle Anzuchtlampe.